Und willkommen zurück bei FIFA 13. Es geht gegen die Wölfe, die da aufstellen mit Benaglio, Trash, Pogatetz, Philippe, Schäfer, Hasebe, Josue, Verinha, Pilaf, Olic und Goldenberg. Wir spielen mit Linda Miller, 18 Promable Striker, Minky, Stevio Sanchez, Cameron Newton und Day. Mit der vermeintlichen Startformation werden natürlich die paar Verletzten noch fehlen. Ja, wir haben mal Cole rausgenommen, der war recht fertig von der Atemtechnik her. Deswegen Newton jetzt offensiv. Mal gucken, was wir daraus so machen, während Patrick wieder ein paar Mal die Mauer umschießen wird jetzt. Was soll das denn heißen? Ja gut, jetzt... Da waren die nett und haben die weggenommen, aber ich triff das Tor trotzdem nicht. Puste! Nicht einmal das Tor getroffen, super. Mit minus 200 Punkten geht er dann da raus. Klasse. Genau, Klatsche. So, here we go! Wir verunsichern jetzt die Wölfe, nachdem wir schon im Interview das Rückspiel verunsichert haben. Hör auf, hier irgendwelche Trickchen zu zeigen, das kannst du dir leisten, wenn du 5-0 führst. Hast ja recht. Mach da einen auf Sisu. Genau, mach ich einen auf Edu, ey. Weißt du, wer Sisu ist? Ja klar, Edu ist das. Genau. Wessen Spitzname war denn Sisu? Bitte? Wessen Spitzname war denn Sisu? Weiß ich doch nicht. Ja, sieht er den Zidane? Echt? Ja, sicher. Cool. Der Kopfstoßmann. So wie der in die Geschichte eingeht, also der Kopfstoßmann. Ja, aber krass, ey, so ein großer Fußball und so trittst du dann ab, ne? Ja. Wenn das braucht. Nix. Als der Sisu noch gespielt hat, da waren die Galaktischen noch galaktisch. Aber Madrid ist jetzt genauso scheiße wie unser Keeper. Kahlenberg, 1-0, 6. Minute. Ja, aber wir werden nie galaktisch sein. Ja, wenn du mal liest, was sie damals hatten. Zidane, Ronaldo, also den alten Ronaldo. Figo. Richtig. Also... Die Mannschaft damals war ja wirklich schon epic. Ich hab da letztens ein Bild bei Facebook gesehen, wer da noch alles war. Roberto Carlos. Ah, das waren schon Namen. Ist das der das Freischusstor gemacht hat, das geile Mann? Sie dann? Carlos? Nee, Carlos? Ja, ich glaube, das war Carlos, ja. Ach. Ja, überleg mal, die haben 98, 2000 und 2002 die Champions League gewonnen. Ja. Einfach mal so, die sind immer ja bis heute. Zwei-Jahres-Takt. Die sind ja bis heute Rekordhalter mit neuen Champions League-Titeln, aber seitdem gar nichts. Seit 2002 ich hab's auch schon, nicht einmal die Champions League geholt. Weil die Mannschaft ja trotzdem nicht schlecht ist eigentlich. Die ist Bombe eigentlich, ja. Aber die schaffen es nicht. Und ich glaube, das war bis 2009 so, dass die nicht über das Achtelfinale rausgekommen sind. Ja, wenn wir sehen, was dieses Jahr ist. Vielleicht schaffen sie es. Ja. Und die haben zwei Angstgegner. Einmal Bayern und einmal Lyon. Und Dortmund. Jetzt mittlerweile auch Dortmund, ja. Okay, wir müssen die eigentlich ran. Madrid? Ja. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß es nämlich jetzt spontan auch nicht. Aber ist ja bald Champions League in einem Monat, das Achtelfinale. Wenn es gut läuft, BVB. Viertel. Hafu. Was? Viertelfinale, BVB ist eigentlich möglich. Ach ja, klar. Mit Donetsk. Ja, aber man darf die nicht unterschätzen. Das überhaupt ist das Gefährliche, nicht. Ne? Die haben sehr viele Brasilianer auch im Team. Die sind nicht so einfach. Geilomat! Newton! Frisch in der Startposition, noch nicht mal in seiner Stammposition, macht's trotzdem. 17. Minute. Ja. 17. Minute. So, da sind wir wieder zurück in der Partie. Und Schalke musste gegen, das habe ich letztens noch gelesen. Auch was Einfaches, ne? Ich weiß nicht. Oder hatten die Wind schwieriges? Bayern auf jeden Fall gegen Arsenal. Das ist ja fast ein geschenkter Viertelfinaleinzug. Ja, wobei die Bayern natürlich in dem Jahr der Champions League nicht so stark auftreten wie der Liga. Ja, wir erinnern uns an das eine Spiel gegen diese Mannschaft. Weißrussland war das oder wo war das? Ah, auf die Fresse gekriegt haben. Ja. Ja gut, aber ich sag mal, sie haben es geschafft. Das wurde ja auch in der Presse wieder so hoch gehypt. Bayern fällt, oh Gott, Hilfe. Ja, aber es ist meistens so, dass du in der Regel nur in einem Wettbewerb dann gut bist. Letztes Jahr war es bei denen die Champions League, dafür haben die eine Meisterschaft verkackt, jetzt ist es andersrum. Ja, aber man hat es ja Anfang der Saison auch bei Dortmund gesehen, da haben sie eine Champions League gespielt, als gäbe es kein Morgen. Ja. Und in der Bundesliga haben sie dann, ich weiß nicht, die Ausrufphase gab, die sie irgendwie nötig brauchten oder so.
Ja, es ist auch irgendwo mental bedingt, weil ich meine, nach zwei Titeln in Folge ist die Motivation eher da groß, wo du verkackt hast. Und das war ja nun mal der internationale Wettbewerb. Ja. Nachdem man ja sich letztes Jahr auch blamiert hat. Ja. Obwohl die ja auch nicht schlecht gespielt haben damals, ja. Aber diese Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt. Aber jetzt ich sei ein Kaltschnauziger. Ja, ich jetzt nur noch brauche 3 Chancen um machen Tor anstatt 20. Ja, super, super. Gibt ja jedes Jahr mal diesen kleinen Geheimfavoriten auf die Champions League, mit dem keiner rechnet. Könnte in dem ja durchaus Dortmund sein. Oh oh! Boah. Gut, dass er da daneben schießt. Ja. Oder wie siehst du das? BVB als Geheimfavorit? Ja, kommt ganz drauf an. Wenn die jetzt so weiterspielen, wie die die Gruppenphase in der Champions League gespielt haben, dann auf jeden Fall. Aber ja. Ich kann mir halt vorstellen, die haben ja manchmal so Formkurven, die sind sehr komisch. Aber in der Champions League ist momentan sehr konstant. Und ich meine, wer Madrid so dominiert, fast schon, und auch Man City, der braucht sich fast vor keinem zu verstecken. Also wirkliche Gefahr ist nur Barcelona. Ja. Vielleicht auch Chelsea, wenn Eden Hazard wieder den ganzen Spieler umtritt. Ich meine, bei Balljungen macht er sehr gerne. Wurde er jetzt eigentlich gesperrt? Oh, Alter. Ja, ich glaube schon, oder? Ich meine, zu Recht. Sagen. Würde mich nicht wundern, wenn er dann wie Guerrero zum Beispiel so damals gesperrt wird, ein halbes Jahr oder so. Das ist ja wirklich... Geht gar nicht. Ey. Nee. Also hat er auch nicht nötig, so ein Weltklasse-Fußballer, 40 Millionen Mann. Und ich sag mal so, ich meine, man kann halt die Wut verstehen, ne? Weißt du, dann spielt der Balljunge auch noch auf Zeit und das ärgert dich, aber trotzdem, den dann umzutreten... Boah, geht gar nicht, Alter. Und dann noch zu sagen, ja, ich wollte den Ball treffen. Ja. Der Ball liegt aber unterm Jungen. Ja, das ist mir egal. Ich wollte den Ball treffen. Hat er natürlich auch auf Deutsch gesagt, ne? Ja. Also. Ja, in Belgien sprechen die auch im deutschen Teil. Kann ja sein, dass er aus dem deutschen Teil kommt, ne? Aus dem arischen Teil Belgiens. Sagt dir der Ref. Oh, gefährlich. Die wollten eigentlich nicht den Spieler zeigen, sondern die schöne Fahne. Hä? Hey, Wahnsinn. Was macht der Olli denn schon wieder hier? Ja, er ist doch Skype-Experte. Achso, der Skype-Experte Olli Wacker. okay. Also, ich gehe euch bei FM auf den Sack und sieh mir bei FIFA. Was? Zigzag auf den Sack und dann bei FIFA? Genau, Zigzag auf den Sack und das bei FIFA. Super. Ah, da war gerade noch die Lücke. Hete, hete, Fahrrad, gitte. Chipper, chipper, Fahrrad, chipper. Ja? Ich kann mir so, nein, gib ihn mir. Mann. Warum lässt du das denn nicht weiterspielen? Nein, halt die Fresse. Hat Zeit. Tore in der 6. und 17. Minute. Die restlichen 28 waren dann eher langweilig. Das kann man so nicht sagen. Du musst da unser eigenes Produkt mehr hypen. Achso, das ist spannend, was wir hier abliefern. Ein Unentschieden, was gibt Spannenderes? Meine Damen und Herren. Jetzt schicken wir erstmal hier Minky auf den Weg, der gleich den Ball nicht vertändelt. Super, da in der Mitte. Boah, macht da jemand so einen Hyper-Mega-Kick als Rettung. In allerletzter Sekunde. Boah, verpiss dich. Hat keiner gesagt, dass du mir den Ball abnehmen sollst. Echt? Weil sonst sagen wir das ja immer. Komm, nimm mir den Ball ab. Komm, ja. Mach. Schön zeitgeschindet durch diese Aktion. Ja, und somit die Gefahr gebannt. Richtig. Wobei sie immer noch anwesend ist. War Kahlenberg. Meinst du, der ist Kahler im Kopf und benutzt die Glatzenklar? Meinst du nicht? So! Mach doch nicht dahin, ey! Mann! Hoffenheim ist jetzt das erste Mal auf den Abstiegsplatz gerutscht. Ja, nach dem Spieltag. Auch scheiße gespielt. Ja, Tim Wiese hat in seiner altbewährten Manier wieder ein paar Tore reingelassen. Wer ist denn da jetzt mittlerweile Coach? Das verstehe ich immer noch nicht. Habe ich wieder vergessen. Ich bin Goat. Hast du das? Ich! Was ist Hacking? Dieter Hacking?
Pete Häkkinen? Mika Häkkinen? Weiß ich gar nicht, ey. Also, das war... Auf jeden Fall versteht er nicht so viel von seinem Handwerk, offenbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hoffenheim in dieser Saison, wenn die so weiterspielen, mit Augsburg zusammen... Ach nee, Marco Kurz! Der ist da jetzt gekommen. Echt? Der von Kaiserslautern. Ja. So, wechselt Diego für Verinha. Also meine Abstiegskandidaten für die Saison sind tatsächlich Augsburg, Fürth und Hoffenheim. Ja, Augsburg, Fürth, das ist ja fast schon besiegelte Sache wahrscheinlich. Ja. Und Hoffenheim wird dann wahrscheinlich auf dem Relegationsplatz sein. Und wenn sie sich dann so in der Relegation präsentieren, dann sind die ganz schnell in Liga 2. Dann geht es schneller wieder in Liga, von welcher sind die denn gekommen mit Rangnick damals? Von Liga 5, glaube ich, bevor die aufgekauft wurden. Dann geht es ganz schnell wieder Richtung Liga 5. Also ich würde es Nürnberg auf jeden Fall gönnen, dass sie sich da unten jetzt noch mal ein bisschen rausspielen. Nürnberg? Mhm. Ja. Stehen da momentan auch nicht so weit oben. Nee. Ich denke so Hannover und Freiburg. Ja, Freiburg überrascht mich die Saison auf jeden Fall. Haben sie ja schon vor 2 Jahren gemacht, von daher ist es... Oh. Ja, weil ich hab da Freiburg war mir sonst immer egal. Ich fand, glaube ich, auf 6 oder so. Vor 2 Jahren. Ach, fick dich doch, du! Ah. Also es haben auch mehrere Leute Probleme, Freiburg zu besiegen, nicht nur wir. Ja! Bam! Wir drehen mal ein Spiel. Gibt's das? Gibt's das? Gibt's das? Ja, gibt's das? Ist es nicht gedreht? Das müssen wir jetzt noch... Zwischenzeitlich sagen. Schon, das können wir wenigstens von uns behaupten. Ach so, ja, richtig. Ja, das stimmt. Sanchez haut den Ball in die lange Ecke. Der Keeper sah da aber auch nicht ganz so gut aus, aber es ist uns egal. Wir führen 2:1. 63. Aber es ist mir egal. Ne, wir sind wieder hier. In unserem Revier. Ja. Wieder auf ausgeglichen. Spiel getreat, also. Okay, ja, klasse, hätte ich jetzt a Trimic? Irgendwas stimmt hier nicht. Nicht, dass nur Doping-Verdacht oder Betrug-Verdacht aufkommt. So, Einwurf für die Wölfe, die jetzt noch, ja, gut 25 Minuten Zeit haben. A Team, spielt jetzt bitte auf ausgeglichen. Ja, nicht mehr offensive. Ja, ausglitschen. Und das ist gefährlich, das hätte man jetzt so nicht machen sollen, aber okay. Das habt ihr gut bereinigt. Reinex habt ihr das. Das habt ihr gut, Ralf Rangnick, genau. Haben wir wirklich. Da stand der Ref im Weg, aber wir haben ihn trotzdem. Ich stand im Weg? Das ist mir scheißegal. Boah, da wurde er von den Beinen geholt und das pfeift er nicht. Solch eine rüde Attacke. Ich bin entrüstet. Genau. Ja, da muss er dazwischen gehen. Sehr gut, Ball geklärt. Vorerst zumindest. Wolfsburg baut jetzt Drogba auf. Ja, 15 Minuten to go. Wo ist denn der Didier jetzt eigentlich? Ist er da wirklich nach China irgendwo da gewechselt, die Ecke? Der Didier... Didier Drogba. So, Flanke kommt. Juhu. Ja, nein. Aber auch nicht ganz so hart geschossen von Camero gewesen. Ach, den hätte ich auch annehmen können, ey. Ja, aber das war die Scheiße. Das weiß er vorher nicht, ne? Ja. Du drückst halt einfach auf gut Glück Kreis, um vielleicht das Kopfballduell in dem Fall zu gewinnen. Und dann stehst du da auf einmal ganz... Die Wölfe! Mit dem genialen Angriff, also. Aber auch schönes Tor, hat er sich schön in den Ball geschmissen. Dann heißt es jetzt wieder, okay, auszuglicken nehme ich zurück, wir werden wieder offensive. Very offensive. Very offensive! Ich hab doch... Ja. Der muss natürlich früher spielen. Kollege. Früher spielen. Gut. 10 Minuten bleiben noch, um das Ding doch zu gewinnen. Komm ich dahin? Oh Gott, Junge! Junge, was machst du? Junge! Da habe ich auch gar nicht hingedrückt eigentlich. Den hast du noch. Da wolltest du den selber noch in Richtung Tor flanken. Okay, das war jetzt wirklich gefährlich. Ja, for hold. Was? For sec. Ach so. Ich hab da was anderes verstanden. Was denn?
Was mit Vorhaut, kann das sein? Nee. Was für ein Junge? Du bist völlig desolat gerade, ey. Du bist völlig desolat gerade. Desolat bist du gerade. Gladysat! Oh, Gladysat! Musst du nochmal Glanz taten? Du bist doch nicht. Also jetzt können wir von einem glücklichen Unentschieden momentan sprechen. Ah. Was ist? Oh. Hat auch noch dein Spiel nur gerade, hattest das Pech, ne? Kann ich schon wieder was auf dich schieben? Das ist wirklich Pech. Bist du dich? Drei Minuten ist die additionale Zeit. Ah, cool, Junge, ich hab nur gepasst! Das ist es nun gewesen! Ja, immer nehmen wir einen Punkt mit. Ja. Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen ist doch nicht ganz in Ordnung. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal vier mehr als aus den letzten drei Spielen. Genau, also super. Aus den letzten sechs. Lindner mit der 9,4 aber auch zurecht. Ja, der hat uns hier... Wir gucken mal auf die Spielinfo. Am Ende nochmal, den Anus gerettet. Ja. Den Straußen-Anus. Ja, ja, super. Das war echt knapp. Oder? Was war knapp? Der Straußen-Anus? Ja, nee, dass wir jetzt hier nicht noch der 3-2 gekriegt haben. Denn Lindner musste da ein paar Glanzdaten machen. Ja, super. Ja, 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 ja. Ja, so ist das Leben halt, ne? Genau, Transferangebot. We doesn't care. Wie das ein Geher, genau. Wie das ein Geher, also. So sieht das aus. Nächstes Spiel dann gegen S04, glaube ich, wenn ich das richtig erkannt habe. So ist es auch. Wir können auch da das Rückspiel mal kurz beunsichern. Mal gucken. Glückwunsch zu dem 20-Spiele-Meilenstein. Schalke, wir loben Sie. Was, bist du beglobt? Hat die perfekte Balance. Was ist mit dir los? Das ist doch gut, dann denken die, ah, wir besiegen die ganz easy peasy. Dann sind nicht so aufgestachelt, wie wenn wir sagen würden, die sind scheiße. Weißt du? Die sind aber Zweiter. Und dann stechen wir zu. Aber die sind doch Zweiter. Das ist mir scheißegal. So, ja, Cole und J-Day, Bay-Gay-Day. Auch das ist uns scheißegal, danke fürs Zusehen, tschüss.